Das Ministerium plant höhere wirksame Bußgelder für das unerlaubte Parken auf Schutzstreifen sowie das Parken in zweiter Reihe. Die Erhöhung soll noch in diesem Jahr in den Bußgeldkatalog aufgenommen werden. Zum Verständnis, Schutzstreifen trennen den Rad- und den Autoverkehr mit einer gestrichelten weißen Linie. Autos dürfen dort zwar nicht parken, aber bislang noch bis zu 3 Minuten halten. Dies führt vielfach zu Konflikten, weil die Radfahrenden den Schutzstreifen nicht durchgängig nutzen können, weil ihnen haltende Autos den Weg versperren. Deswegen wollen wir dort ein generelles Halteverbot einführen.